So, ich laufe mal schon mal in Richtung dieses Level 11 Gegners und schauen mal zu, dass wir den erreichen. Der muss gleich hier rechts irgendwo sein. Hier schaut's Logo und dann gucken wir weiter, ne? Kurz einmal auf der Karte. Ja, der Weg ist richtig. Ist der das da, hä? Huh? Gillette, okay. Seid ihr auch da? Fehlt noch einer, ne? Huh, jetzt sind es drei. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir Gillette dahin erledigt kriegen, ne? Erster Boss-Sieg. Antik-Technologie-Punkt erhalten. Sehr gut. Ach, das ist ein Boss. Im Turm ist gar kein Boss, oder was? Seltener Pelz, antikes Bauteil. Das ist nichts Wichtiges. Da haben wir das ja schon wieder geschafft, ne? Gibt es hier irgendwo noch was jetzt bei dem Gegner hier? Eigentlich nicht, ne? Aber hier gibt es noch eine Treppe darüber. Treppe ist gut, ne? Hängebrücke. Da links ist doch irgendwie eine Kiste oder so, ne? Ich hoffe, die hält. Ach, da oben schwebt noch einer. Warte mal, hier weg, weil du schießt mir den ja sofort tot, ne? Weil das ein Elfer. Das ist gar keine Kiste, oder? Ich habe nicht eine Kiste hier gesehen, wohl nicht. War eine Täuschung. Kriege ich den dann eingefangen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Und da ist er leider schon kaputt, weil die wieder geschossen haben. Naja, da ist das halt so, ne? Ist hier noch was zu entdecken? Ich glaube nicht, ne? Ja. Hier ist verdammt viel Eisen, ne? Hier wäre ein richtig geiler Lagerplatz für Eisen, Alter. Hier ist zwar nicht zum Bauen groß, ne? Aber hier könntest du definitiv ordentlich Eisen abbauen. Das ist der Top-Punkt hier. Das ist hier der Top-Punkt. Gibt's hier sonst noch was? Ist da oben noch was zu finden? Ich glaube auch nicht, oder? Müsste man mal gucken, ne? Ob wir irgendwo doch was aufgeben und hier hinziehen. Weil das ist ja schon mal richtig geil hier, oder? Und das spawnt ja immer wieder. Andere Dinge, ja, Holz wächst ja auch hier, aber das wäre ja auch halb so wild. Holz kannst du ja selber machen. Das müssen wir mal überlegen, oder? Dass ich das Lager umziehe. Da unten ist schick Wasser. Da kann man irgendwie hoch oder was? Warte mal, dann gehen wir doch mal nach da links runter, oder? Schauen wir mal gerade. Okay, da sind alles so Plateaus, wo man dann runter kann, ne? Ohne sich zu verletzen. Oh, da hinten ist ein grüner. Den hole ich mir aber. Komme ich darüber? Gute Frage, ne? Wo ist denn das Ding? Da ist es. So, da haben wir wieder einen. Da kann man unten durchgehen. Okay. Hier ist nichts zu sehen sonst, oder? Eigentlich müssten wir jetzt mal gerade rüberfliegen und gucken, wie es da weitergeht. Aber man kann ja hier auch rüberlaufen, ne? Ist hier noch was Besonderes? Da an der Wand auch nichts. Bei dem Turm da rum waren wir, glaube ich, auch nicht, ne?
Wasserfall sieht natürlich cool aus. Hier ist aber nichts zu holen, oder? Gehen wir mal gerade hier weiter. Was sind das da unten für Steine besondere? Nee, ne? Hier ist ein schicker See und der speist diesen Wasserfall. Das muss ja eine wahnsinnig unterirdische Quelle hier sein. Ah, da ist schon mal wieder ein grüner. Das ist doch schon mal gut, dass wir hierher gegangen sind. Alleine wegen dem hat es das gebracht. Oh, da ist ein rotes Ei. Ich glaube, ein rotes Ei habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, ne, rot ist es nicht, aber so ähnlich. Düsteres Jumbo-Ei, okay. Gehen wir mal gerade hier hoch. Da war die Hängebrücke, da ist der Turm. Da hinten ist auch noch ein Turm. Aber das ist der Turm, wo wir wegkommen, ne? Das, was wir wollten, den Endboss haben wir gemacht. Oder den ersten Boss da. Oder was es auch immer ist. Sollen wir den Turm da mal begutachten, ob da vielleicht auch noch so eine grüne Statue ist? Ich könnte es mir vorstellen, ne? Kann man hier wunderbar runterrutschen oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss man schon runterfliegen, damit man nicht kaputt geht. So, dann mal gerade gucken, dass wir da hinten in den Turm schauen, da oben. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. So, jetzt sind wir am Fuße des Turmes. Nur eine Frage, ob man noch reinkommt, ne? Da kann ja jede Wand hoch, ne? Okay, gleich stürzen wir dann ab. Shit. Oh, wir haben es geschafft. Schauen wir mal weiter, oder? Ah, hat sich gelohnt, hochzukommen. Von unten kann man das aber gar nicht sehen, oder? Ist hier noch was zu entdecken? Vielleicht noch irgendwo so ein grünes Ding? Ist da in dem Turm was? Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Oh, wir sind aber nicht gestorben. Ich hätte damit gerechnet. Wie kommen wir da hoch? Gute Frage, ne? Manchmal ist es ja wichtig, einfach um irgendwelche Ecken zu krabbeln, weil man da irgendwo was sehen kann oder finden kann, ne? Gerade so ein Ei oder hier wie jetzt eben da den, sag schon, diesen Liftmonk-Pokal da oder was es auch immer ist. Sind wir schon zu hoch gekrabbelt, glaube ich. Und hier ist dann die Kiste, die man dann auch dadurch finden kann. Zum Öffnen braucht man einen Schlüssel, den sollten wir aber dabei haben. Gold, Palsphären, alter Bogen, Bauplan 2. Okay. Schauen wir gerade mal, was ist das für ein Bauplan? Schalte das Rezept für alter Bogen selten frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von primitiven Werkbank alter Bogenfänger gebaut werden. Ja, aber ich weiß nicht, ob der gut oder schlecht ist. Das ist ja immer dieses. Ja, es ist Level 2. Da unten gehen wir immer durch, ne? Und da vorne muss dann der
Punkt sein, wo wir zurück können. Fliegen wir mal gerade hier rüber. Wie der Teufel so will, ist hier oben auch noch eine Kiste, ne, oder? Ja, und, ja, oben kann er tatsächlich drauf stehen. Okay, ich denke, wir fliegen gerade zurück oder gehen zum Sprungtor, das ist ja da vorne rechts. Und gucken mal gerade nach dem Bogen, ob der was bringt oder nicht bringt, ne? An der gewöhnlichen Werkbank war das, glaube ich, ne, oder? Alter Bogen selten. Holz, Stein, Fasern, antike Bauteile. Aha. Aber vielleicht wäre der top, aber die antiken Bauteile würde ich jetzt definitiv für die Armbrust dann doch aufbehalten wollen, ne? Feuerbogen. Da bräuchte man noch eine Feuerdrüse, dann könnte man einen Feuerbogen bauen. Die haben wir doch hier in der zweiten Kiste, glaub, ne, oder? Ne, haben nur eine. Okay, ich dachte ja. Aber lass uns mal gerade noch nach dem Ei gucken. Ich glaube, das haben wir letztes Mal gar nicht rausgenommen. Kann das sein? Oh, er baut hier oben aus der Ferne ab. Der ist ja richtig cool drauf, ne? Das feuchte Ei ergibt was? Surfend. Der stromlinienförmige Körper dieses Pals ist bestens für Aktivität im Wassergang, weshalb sie oft von Wilderern gefangen und anderen vom Surfbrettern benutzt werden. Okay. Dann könnte ich jetzt mit dem surfen, oder was? Und jetzt kann ich das Ei ausbrüten, was wir gerade eben gefunden haben. Das war ein düsteres Jumbo-Ei. Ja, die drei Teile haben wir gekriegt von dem Dingen sind. Hier ist noch ein seltener Pelz. Das dauert eine halbe Stunde, dann ist das auch okay. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, hier haben wir gar keinen Platz drin, ne? Da sind die Standards. Ich glaube, wir gucken mal gleich in diese Kiste, weil da am ersten Platz drin wäre. Ist aber auch nicht. Da können wir mal den Bauplan reintun. Und die beiden Palsphären nehmen wir da raus, weil die könnten vielleicht auch woanders sein. Oder nee, die habe ich letztens aufgebraucht, ne? Da hatten wir ja was gemacht. Dann können wir das mal so machen hier. Da drüben ist noch so ein Teil. Das können wir auch noch tauschen. Und der kann hier auch rein, indem wir dann das vielleicht rausnehmen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob wir irgendwo anders noch sowas haben. Sieht nicht so aus. Ach, hatten wir nicht noch Kiste mehr gemacht? Ne, haben wir gar nicht. Aber vielleicht sollten wir hier nochmal eine Kiste hinstellen. Und wir haben, glaube ich, die Option ja, eine bessere Kiste zu bauen, oder? Hier, diese hier. Die hat dann auch mehr Inhalt, oder? So, alle helfen, dann geht es auch ganz schnell, ne? Fünf Leute bauen damit. Ey, was ist los? Warum haut der ab? Das muss ich jetzt auch noch alleine machen. Sind die denn alle hingelaufen? Aufstandproben oder was? Ja, verstehe ich nicht. Naja, egal. Und öffnen. Und wir haben da doppelt so viele Plätze wohl, ne? Hauen wir das da rein, obwohl das ja woanders auch noch einen Platz findet, ne? Das war ja hier vorne drin. So, die stacken aber auch ohne Ende, ne? Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eier ohne Ende drinne. Lammwalfleisch. Kann man zweimal machen, dann lasse das machen. Lass ihn das machen. Und sonst ja, zwei Feuer haben wir, aber brauchen wir auch nicht wirklich, ne? Den Feuerbogen wollten wir machen, ne? Dafür brauchen wir Holz und eine Feuerdrüse. Die haben wir aber nicht. Okay, das heißt, das lassen wir erstmal sein. Dann gehen wir raus hier, drücken mal T und gucken hier mal gerade. Wir haben ja so einen Extrapunkt da gekriegt. Kleiner Futterbeutel, Enterhakenpistole, Palentsafter haben wir. Und was ist das nächste? Ein Mega-Enterhakenpistole.
Ah, dafür braucht man schon 2 Punkte und da auch 2 Punkte für. Dann geht das also noch nicht. Und von den anderen Punkten haben wir keine. Ja, dann ist das hier erstmal erledigt. Ach so, wir könnten noch mal gerade gucken in den PAL-Index oder PALpedia. Wir haben doch gerade eben einen gekriegt hier, ne? Wer war denn das? Wir haben noch einen ausgebrütet. Ah, da ist er. Der stromlinienförmige Körper dieses Pals ist bestens für Aktivität im Wasser geeignet, ja. Bewässerung zweifach, okay. Und Wellensurfen. Und was macht er sonst noch so? Steht hier jetzt nicht so wirklich, ne? Kann als Wasserreittier genutzt werden. Beim Reiten wird im Wasser keine Ausdauer verbraucht, okay. Ist sehr schnell, das ist die Frage, ne? Und wahrscheinlich brauchen wir wieder irgendwie so ein Spezialwerkzeug hier, ne? Sattel oder sowas für den, gehe ich fast von aus. Aber das müssen wir ja dann auch erst freischalten. So wie den hier, der ist total langsam. Der Sattel ist fast über gewesen, den zu bauen, ne? Wir können jetzt mal hier den noch bauen. Weil das Vieh haben wir ja auch. Baut da einer dran? Ne? Wahrscheinlich auch wieder nicht, ne? Kurz gerade hier was reparieren. Jetzt haben wir schon wieder kein Leder mehr. Gut. Ja, ist auch schon Nacht. Wir können schon wieder schlafen. Machen wir gerade schnell. Ist der eine Pal immer noch depressiv nach dem Schlafen? Ja. Gut. Ah, jetzt baut einer da dran. Ne? Gut, dann macht er mal Packersattel fertig. Aber hier hatten wir schon festgestellt, dass die Uhr nicht weiter runterläuft, während wir schlafen. Die Megasphären baut auch keiner. Die können wir aber tatsächlich bauen und geht relativ flott. Ja. Gut, hier sind ganz viele Steine. Packen wir mal hier gerade schnell rein. Und die 77 Eier haben wir auch noch mit. Ach so, wir haben. Nee, das war falsch. Das ist richtig. Wir haben 50. Das heißt, die brauchen wir nicht. Wir gehen mal gerade ins andere Lager und bringen die dahin. Weil ich glaube, die können da noch was zu essen gebrauchen. Jetzt habe ich den Turm daneben erwischt. Na super. Wo ist denn unser Lager? Kann man das von hier oben sehen? Schnellreise. Ach, hier ist ja auch unser Lager. War gar nicht da. Habe ich mich vertan. Toastbrot, ne? Gucken wir mal, wie weit das hier ist. Mehl vor allem. Warte mal, dann tauschen wir das so um. Und das so rum. Und das brauchen wir doch da unten, ne, oder? Kann er hier doch bauen, ne? C abbrechen und F nochmal aufgreifen. Und geht trotzdem nicht mehr, keine Ahnung warum. So die Getreidemühle, ne? Ja, dann packen wir das mal gerade in die Kiste da. Ne, das Mehl haben wir da gerade rausgeholt. Das kann da rein. Ach so, das haben wir dann doch aufgebraucht. Okay. Dann noch mal hier in den Ofen was rein, oder? So, machen wir 8 Toastbrote jetzt. Ja, bist du bei, gut. Dann kriegt er hier das Essen rein. Ein Toastbrot hatten wir noch. Dann ist das erledigt. Wunderbar, ne? Ja, das Eisen, da oben ist Eisen. Aber eigentlich,
Müssen wir mal weiter gucken, ne? Den 11 haben wir hier weg. Was haben wir denn? Da ist ein 15er. Den sollten wir dann auch schaffen eigentlich, ne? Da ist ein 17er. Da ist ein 35er. Der ist noch zu stark. Ich glaube, wir gehen mal hier zu dem Banking hin. Und schauen, dass wir den erledigt kriegen, oder? So, wir sind an der Karte. Wir müssen erst hier an dem Teil dran. Aber das würden wir, denke ich, mal in der nächsten Folge dann machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.